Hallo und herzlich willkommen zurück zum Die Nase läuft Simulator 2014 oder 2015, je nachdem wie spät ihr dieses Video schaut. Wir haben hier unseren schönen Wassergraben aufgelegt, der eigentlich kein Wassergraben sein soll, denn das wird der Anfang unseres Weges und der wird ziemlich groß werden. Ich frage mich nur, wie groß? Das wird ja der Hauptweg der Stadt. Deswegen würde ich mal sagen, mindestens so 5, 6 Stück groß, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagen wir mal bis hier? Sagen wir bis hier? Ja, wäre ein bisschen viel, ne? Aber, obwohl, nee, es geht. So groß wirkt es. Wie wär's mit? Noch komm, ein mehr. Einer geht noch rein, oder? Dann graben wir hier schon mal durch? Oder machen wir erst die Verbindung? Ach komm, graben wir erstmal durch, legen die Cobblestones da rein, damit das schon mal gefestigt ist. Kann ich nicht mehr sagen. Das ändern wir jetzt. Gerade mal gucken. Ja, links und rechts ist noch genug Platz. Gerade rechts, denn dieser Platz ist gigantisch. Wenn ich den jemals voll kriege, dann, ich wollte gerade sagen, fresse ich einen Baumschaf und fresse ich einen Besen. Aber wenn ich beides sage, müsste ich eventuell einen Besen fressen und all dieser zuckersüßen Baumschaf, die immer noch keinen Baum haben. Nein, ihr habt den Seed gefressen. Den habe ich euch doch beim letzten Mal hingelegt, damit da ein Baum wächst. Und ihr fresst den einfach weg. Jetzt sitzen sie hier und warten, dass ich den Baum pflanze. So wie den hier. Wenn ich ihn einfach so ins Gehege baue, dann springen die wahrscheinlich hier drauf und hauen ab. Deswegen, wenn ich jemals ein Gehege für die bauen müsste, müsste ich da so einen kompletten Zaunkäfig drum machen, damit die da nicht abhauen können. Die armen Baumschafe. Ich könnte die ganze Insel hier zu so einem Gehege machen. Dann mache ich einen ganzen Dschungel da draus. Ich hoffe übrigens mal, dass die Aufnahme nicht zu sehr am Ruckeln ist. Denn oben diesen wunderschönen Horizont zu sehen, den ich hier gerade nicht sehen kann, weil das Ding hier nur zwei Teile groß ist. Deswegen komme ich hier nicht weit genug weg. Geht das hier? Ja, so halbwegs. Ich gehe nochmal vor die Tür. Um dieses wunderschöne Das da zu sehen, diese wunderschönen Berge, muss ich natürlich die Sichtweite etwas höher stellen. Aber wenn ich zum Beispiel in die Richtung gucke, alles in Ordnung, 25 Frames. Hier sogar 27, aber in die Richtung passiert gar nichts, weil ich im Haus bin. Aber sobald ich draußen bin, hängt sich wieder in Richtung 19. Warum renne ich jetzt hier nach oben? Ich wollte hier einfach nur rein, um mir eine neue Schippe zu machen. Dafür brauche ich aber ein wenig, also ein paar kleine Stöckchen. Ist immer sehr wichtig dabei. Ich mache mir am besten gleich mal zwei, denn jetzt gleich wird gebuddelt wie bescheuert. Ja, das ist auch gut, ne? Hier ein Stöckchen und da drei. Aber der Typ ist natürlich nicht so schlau, das zu checken, dass das immer noch zwei Stöcke sind. Deswegen funktioniert das nicht. Weiter zum Buddeln! Ich weiß übrigens nicht, ob ich es schon geschafft habe, das Ganze zu rendern, denn ich bin immer sehr, nennen wir es nicht rendern, sondern editierfaul. Und zwar das super liebe Spiel Goofball. Das übertrifft, es ist ein Fußballspiel und es übertrifft natürlich FIFA und Pro Soccer und was weiß ich, FIFA Street und alles. Was zur Hölle ist das? Das sind bestimmt Bäume, oder? Sieht ein bisschen komisch aus, sieht aus wie so ein UFO oder eine Nase von Thaddäus, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist ein Fußballspiel. Aber eher nicht im Sinne von, yeah, ich bin der Beste, 3-0, 4-0. Sondern eher im Sinne von, du lachst dich bescheuert. Denn die haben eine spezielle Engine. Und zwar, sobald das Spiel losgeht, wackeln oder erdackeln deine Spieler in Richtung Ball. So dim, 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 dim. Und dann kommt ein Gegenspieler, was weiß ich, die wollen beide den Ball haben. Die rennen sich erstmal gegenseitig über den Haufen. Dein Typ tritt auf den Ball, legt sich voll auf die Schnauze. Und dann kommt der nächste Gegenspieler, will den Ball treten, schafft's nicht, tritt außerdem wieder auf den Ball, legt sich auch aufs Maul. Das Spiel ist echt, ich hab mich so kaputt gelacht. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist. Wenn es draußen ist, Goofballs, guckt es euch an. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich hab's wahrscheinlich ein bisschen kleiner geschnitten. Wenn nicht, müsste es auch relativ lustig sein. Wenn es noch nicht draußen ist, dann schreibt doch mal, editier jetzt Goofballs, sonst trete ich dir in die... Nein, das wollte ich nicht sagen. Sonst trete ich dir in den Apfelbaum, ist auch falsch. Mit Apfelbaum meine ich natürlich sowas hier, denn wenn man den Baum fällt, kommen da Äpfel raus. Und so einen Apfelbaum zu treten, ist nicht so schön. Nee, absolut gar nicht. Aber ich habe nur so viele Sachen, die ich gerne mit euch teilen würde. Zum Beispiel mit meinem Kumpel Jan letztens Worms gezockt. Und ich meine, jeder von euch kennt ja Worms, oder? Das ist so ein, nennen wir es mal so ein Spaßspiel. Ist auch kein Spiel, wo du sagst, oh, ich bin der Beste. Ich habe die besten Techniken und was weiß ich, kann mir am besten in den Sack kraulen. Sondern es ist einfach ein Spaßspiel. Und das ist auch gut so, denn es gibt heutzutage viel zu wenig Spaß. Obwohl, gerade heutzutage gibt es so ein Spaßspiel nach dem anderen. Also diese ganzen Minispiele, ne? Es gibt halt eher, also das sind halt so die ganzen Spiele, die unterm Radar dann irgendwie durchfliegen, die dann auch durch meinen Channel durchfliegen. Denn mein Channel ist ja auch unter dem Radar. Deswegen passt das ja, ne? Dann kann ich mein Mitleid mit den Spielen teilen. Dann heulen wir uns immer gegenseitig die Hucke voll und fressen Eiscreme wie bescheuert, um das Ganze zu kompensieren. Auf jeden Fall haben wir dort
ein paar Teams erstellt. Und zwar hatten wir einen kleinen Mitschüler. So klein ist er eigentlich gar nicht. Er hatte schon Normalgröße. Der hieß Daniel König. Wenn du dir das anguckst. Oh, nee. Oh, Entschuldigung. Nein, bitte. Oh, er heißt Daniel Königs. Gott, gab das immer Stress, wenn man ihn König genannt hat. Denn er hieß Daniel Königs, aber er wollte nicht König genannt werden. Das war wie ein Schimpfwort so ein bisschen, ne? Das heißt, irgendwann haben wir ihn dann mal vorgestellt mit meinem damaligen besten Freund Marco, hieß er. Und der hatte weder den Jan gesehen, noch den Daniel. Und dann habe ich die beiden natürlich vorgestellt und habe gesagt, irgendwie, hi, ja, Marco, das ist Jan. Jan, das ist Marco. Marco, das ist Daniel. Jan, du kennst Daniel. Und nee, ich habe nicht mal nur Daniel gesagt, sondern ich habe gesagt, das ist Daniel König. Und er hat direkt gesagt, das heißt nicht König, das heißt Königs. Und irgendwie haben wir daraus dann so einen kleinen Insider gemacht. Und zwar heißen die beiden Gegnerteams, also die Bots, die wir uns erstellt haben, Team König und Team Königs. Und wie jeder weiß, hasst Daniel König es, wenn man ihn König nennt. Und deswegen sind diese beiden natürlich schwerst verfeindet und bekriegen sich bis zum Tod, weil sie gegenseitig den Hassnachnamen des anderen besitzen. Ja, nee, ist klar. Und echt, das ist... Wir haben die Computer auf dumm gestellt, aber die sind nicht dumm. Das ist nicht so, dass sie super schlecht sind und du kannst sie super einfach besiegen. Manchmal ist das so. Aber das Lustige daran ist, die sind weder dumm noch richtig gut. Die sind einfach unberechenbar. Wenn du denkst, tja, die haben ja völlige Scheiße gebaut. Das haben wir locker in der Tasche, oder? Ja, klar. Dann wirft er plötzlich eine heilige Handgranate und die fliegt, die wirft er voll an den Kopf von seinem Teamkollegen. Du denkst dir, ja, geiler Wurf. Ich würde mal sagen, damit ist es entschieden, ne? Aber das war es dann noch einfach gar nicht, weil er mit so viel Schwung geworfen hat, dass es an den Kopf von seinem Teamkollegen abprallt, weiterfliegt und genau, irgendwie, was weiß ich noch, fünfmal auftitscht und dann genau zwischen deinen Teamkollegen landet und sowas von fett Schaden ausrichtet, dass das nicht mehr lustig ist. Und du denkst dir, bitte, was ist jetzt gerade passiert? Das ist echt zum Teil richtig unglaublich. Ich müsste gerade mal gucken. Wäre ganz cool, wenn man das hier gleich lang machen könnte, oder? Oder ist das egal? Ich weiß, ich teste jetzt gerade einfach mal so. Vielleicht reicht das ja auch schon. Nicht, dass ich jetzt hier wieder extra Arbeit, hier extra Stunden mit reinmache. Und das ist eigentlich völlig unnötig gewesen. Wird das so gehen? Sieht ein bisschen, weiß nicht, kann ich fliegen? Ja, ich kann nicht fliegen. Das ist auch nicht der Creative Mode. Wie komme ich auf die Scheiße? Weil ich in der Welt gerade gestern noch so ein bisschen was vorgebaut habe. Das sind immer so ganz schöne Häuser, die ich baue, aber naja. Ist so nicht so, dass ich irgendwie einen Zweck für die hätte, ne? Das ist die Bücherei und das ist nicht die Bücherei. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2... Mann, die Sonne blendet mich ganz genau ins Auge. Das gibt's doch nicht. Ich muss hier so links vom Mikrofon sitzen, damit die mir nicht voll ins Auge sticht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Wie weit müssten wir denn hier gehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Warte mal. Wie soll ich das machen? Das funktioniert doch so gar nicht. Vielleicht, wenn ich weiter nach vorne gehe? So ein bisschen? Ich weiß es nicht. So, dass sich das verkürzt? Würde sich das denn hier überhaupt verkürzen? Ja, nee. So ein bisschen, ne? Nicht wirklich. Ach, komm, lass halt einfach so. So schlimm ist halt nicht. Mach das hier noch nach innen, denn der Weg ist irgendwie... Aua, ein bisschen groß. Das wollte ich gar nicht wegmachen. Oh, es wird dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Mach schnell weg. Damit die Typen nicht denken, das ist so ein Spasti, der macht hier nicht mal seine Arbeit zu Ende kommen, da gehen wir mal hin, bomben sein Haus weg. Lauf zurück, bevor die Monster kommen. Und zerhau noch ein bisschen was, damit du das nicht später machen musst. Sehr gut, weg damit. Weg mit dem ganzen Gras. Moment mal, waren hier noch Seeds? Ich verschwende gerade zu viel Zeit. Das ist ganz schlecht, denn jetzt gleich spawnen die Monster. Das ist Monsterstunde. Schnell zurück. Schnell ins Haus. Jetzt hier bestimmt ein Creeper, aufgepasst. Wann war das? In Folge 2 oder 3 oder sowas? Hat es direkt, wirklich, vor allen Dingen direkt am Anfang, das ist, sowas passiert nie. Taucht einfach ein Creeper am Haupteingang auf, nee, nicht mal im Haupteingang, der war im Haus. Rennt zu meiner Tür, ganzen Eingang weggebombt. Direkt am Anfang. Du denkst ja, what the fuck, wieso? Aber zurück zu Worms. Wir haben das Ganze aufgenommen und das war echt zum Teil so geil. Da waren so heftige Ninja-Aktionen von dem lieben Jan dabei, zum Beispiel... Er schafft es immer, genauso wie ich das immer schaffe, wenn wir das Ninja-Seil benutzen, uns über die Decke hangeln, um an eine bessere Position zu kommen, immer an dem schlechtesten Punkt überhaupt loszulassen und voll ins Wasser, Lava, Toxin oder was weiß ich zu fliegen und abzusaufen.
Das ist so unsere Spezialität, ne? Im Gegensatz zu den Bots, unerwartete Züge zu machen. Oh, was mache ich mit den Schafen? Ich weiß es nicht. Habe ich noch irgendwo Getreide? Oh, ich weiß, wo ich Getreide habe. Wollen wir eine kleine Reise machen? Komm, machen wir mal eine kleine Reise, während ich weiter erzähle. Und zwar gab's da so geile Aktionen zum Teil. Das ist nun mal wieder eine Schneiderarbeit. Genauso wie Pizza Delivery, ne? Könnte ich auch auf den deutschen Kanal von TGN stellen. Ist auch sehr lustig. Und so ein Best-of wäre natürlich auch eine ganz schöne Sache. Aber irgendwie, nö, ist mal wieder so viel Arbeit. Das mache ich nicht, ne. Da bin ich mir viel zu fein zu. Die Brücke müssten wir auch mal weiterbauen, ne? Das ist im Moment noch die magische Schwebebrücke. Aber das, ja, die magische Schwebebrücke. Wer kennt sie nicht, oder? Vor allen Dingen die magische Brücke mit den falsch rumgestellten Treppen. Ganz toll. So, kann man wenigstens vernünftig hier drauf gehen. Aber man kann schon mal drüber laufen. Das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Ich sollte mir vielleicht mal Hilfe holen, wenn ich die Brücke baue. Ansonsten wird das ein bisschen dauern. Da vorne ist ja schon, naja, so ein Teil fertig, ne? Da ist so ein Teil zum Teil fertig. Das heißt, eigentlich habe ich gerade eben erst damit angefangen. Das sieht so abnormal genial aus. Da diese riesigen Berge und da dieses riesige Meer mit der kleinen Mini-Insel, wo ich irgendwann ein Schiff hinbauen werde. Das wird so genial und ich höre schon wieder auf, über Worms zu reden, warum auch immer. Ich werde es demnächst rendern oder bearbeiten. Am besten wäre es natürlich, womit ihr mir helfen könntet, wenn ihr einfach spammt und sagt, ich will jetzt Worms sehen. Ansonsten deabonniere ich dich. Okay, den letzten Teil vielleicht nicht. Wenn ihr es unbedingt probieren wollt, dann macht das. Vielleicht bringt das ja auch irgendwie was. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, das Ganze zu schneiden. Ich sag's euch, ihr macht euch so kaputt. Denn selbst ich und Jan haben uns nachher noch so weggeschissen. Oh, weggeschissen, sowas sagt man gar nicht. So weggedonnert, als wir das nachher gesehen haben. Das ist echt so abnormal witzig gewesen. Vor allen Dingen, wir haben nicht mal eine Let's-Play-Aufnahme gemacht. Wir dachten einfach nur, komm, jedes Mal, wenn du hier bist, zocken wir, was ich, der kommt meistens, sagt immer, er kommt um 8, dann ruft er um 9 an und sagt, ja, Entschuldigung, ich bin eine Stunde zu spät und dann kommt er um 11. Also, nee, warte, dann ruft er dann an und sagt irgendwie, ja, Entschuldigung, ich bin eine Stunde zu spät, bin aber jetzt gleich da, ich fahre jetzt los, dann sind 2 Stunden da. Aber ist auch in Ordnung, denn er bleibt meistens immer bis 5 Uhr morgens, so dass jeder von uns meistens immer todmüde nach Hause geht. Und wir zocken halt jedes Mal einfach mal Worms oder die Sims 2. Das sind einfach immer so Lachspiele. Ich weiß nicht, wenn wir die zusammenspielen. Und das haben wir einfach mal jetzt nebenbei so ein bisschen aufgenommen, ne? Und das war so geil. Ich kann davon jetzt schwärmen wie bekloppt. Und wir waren so lange nicht mehr bei dieser Mühle. Die sieht so genial aus. Ich habe schon vergessen, wie cool die aussieht. Gerade mit diesen Fenstern da oben, wo ich Angst hatte, dass ich da irgendwelche Schriftzeichen hinschreibe, wo einer sagt irgendwie, du bist ja, was ich, Nazi Milani oder sowas. Eine Mischung aus allem. Bin mir auch nicht ganz sicher, was das genau sein soll. Haben wir hier noch irgendwo Seeds? Ach, guck mal, hier haben wir noch so einen kleinen Durchfluss unten. Ist auch eine coole Sache. Boah! Was zur Hölle? So viel Sand! Was sollen wir denn damit jemals machen? Da vorne sind auch noch Kisten. Bitte sag mir, da ist noch irgendwas drin. Oh! Ach du heilige Scheibe. Ach du heilige Scheibe, genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Haben wir noch mehr? Immer noch so ein paar Kisten. Alter! Hier sind noch mehr Pflastersteine. Das ist ja brutal. Brutal ist das. So, euch brauche ich hier gerade mal. Dankeschön. So, einmal mitkommen. Auch die ganz kleinen Stückchen brauche ich hiervon. Haben wir sonst noch irgendwas an Kies hier? Komm, bestimmt, hier ist doch noch irgendwo was. Haben wir hier noch was gebrutzelt? Ne, hier ist schon mal Sand drin. Das heißt, hier haben wir Glasscheiben vorbereitet. Hier haben wir nichts vorbereitet. Das ist das Beste, was man vorbereiten kann. Irgendwas hier? Was heißt irgendwas hier? So viel wie hier ist, bin nie im Leben erträumt. Warum ist das hier drin? Auf deiner Kiste? Mann, ich habe einen Schluck auf. Unfair. In deiner Kiste ist doch genauso viel. Alter, das ist schon nicht mehr witzig, wie viel hier ist. Ist da zufällig was drin? Nee, nicht ganz. Aber hier ist noch ein bisschen Erde. Ja, ganz toll, ne? So ein bisschen Erde. Aber ist ja ganz gut, dass ich eben noch hier so ein paar Seeds mitgebracht habe. Ne? Die können wir schon mal reinmachen. Gerade mal checken, ob hier ein Creeper oder so draufsteht. Ich habe sehr wenig Creeper gesehen, aber ich weiß, dass es an ist. Ich sollte hier vielleicht nochmal so ein paar Brücken bauen. Oh, ich weiß noch, wie lange uns das gekostet hat, dieses Wassersystem. Da oben mit der schicken Quelle, wo dann diese ganzen Rinnen hier besiedelt werden. Dann fließt das hier so rein und dann fließt das da rein. Obwohl ich sagen muss, ich finde das Ding hier am coolsten, weil das hier so ganz weit oben ist. Du siehst das Wasser fließen. Da geht es so ein bisschen weit runter, ne?
Ich weiß nicht, eventuell sollten wir das irgendwann mal zu unserer Aufgabe machen, den hier ein bisschen nach oben zu legen, dass das Wasser zum Beispiel irgendwie hier reinfließt oder so, halt einen nach oben legen, damit das Wasser dann wirklich auch hier unten lang fließen kann. Oder was ich, direkt schon hier oben, dann hier runterschwappt und dann da rein oder sowas. Weil ich meine, da ist es ja kein Problem, dann schwappt das da einfach ein Teil tiefer runter. Was ist eigentlich da unten? Dann ist das so ein kleiner See sein, ne? Ja, da hinten ist der Grassee und da ist die dunkle Schlucht des Todes. Eigentlich ist da unten direkt Erde, das sieht man auch so ganz minimal, aber mein Shader ist so ein bisschen kaputt, wenn es zu Wasserbereichen kommt oder zu Felsklippen oder sowas. Wenn zum Beispiel hier so ein Vorsprung ist, ist im Normalfall darunter alles pechschwarz. Aber es ist immer noch der beste Shader aller Zeiten, deswegen hat er nichts anderes gemacht. Oh mein Gott, das nächste Loch der Schwärze, hier gibt so viele Todeslöcher. Jetzt nehmen wir erstmal hier so ein bisschen Gras mit, ne? Nicht Gras in dem Sinne, sondern Gras im Sinne von was zu essen und Samen und was weiß ich. Können wir auch direkt das nächste Feld nochmal mit reinhauen. Das Problem ist ja, Minecraft lädt das ja immer nur chunkweise. Das heißt, wenn wir dort hinten in unserem Hauptdorf bauen oder eher an unserem Haupthaus, mehr ist das ja im Moment noch nicht, ein Haupthaus mit Straße, dann wächst hier nichts. Das heißt, es wächst tatsächlich nur, wenn wir hier wirklich in der Nähe sind. Eventuell müssten wir das so machen, dass wir hier das öftere Mal vorbeirennen, dass wir dann irgendwann auch mal hier hinkommen und tatsächlich ist alles gewachsen. Weil, ich weiß nicht. Oder es wäre wenigstens ganz cool, wenn das so ein bisschen wächst, ne? Weiß ich, wenn du da bist oder so, dass er dann erkennt, ah, okay, du hast Getreidenot oder was weiß ich, dass es dann einfach ein bisschen länger braucht. Weiß ich, ist ja auch nicht schlimm, ne? Wenn das dann mal so ein bisschen länger braucht, bis wir da bin, dann spielst du einfach so 10 Folgen und dann gehst du mal wieder hin und holst dir ein bisschen Getreide. Ist ja alles ganz in Ordnung. Aber irgendwie, wenn das dann gar nicht wächst, ist ja auch doof. Kommst du irgendwann, ja cool, das Falsche zerschlagen, kann mir nichts sonst zieht raus. Sonst kommst du hier irgendwann hin, bist am Verhungern, ist hier immer noch nichts gewachsen. Musst du erstmal warten, bis du verhungert bist, um dann was zu essen zu kriegen. Das ist natürlich der Sinn von einem Getreidefeld, ne? Soll dich eigentlich mit Essen versorgen, aber es versorgt dich erst mit Essen, wenn du gestorben bist. Und dann kommt der Nächste. Der will sich dann Getreide holen, weil ich meine, du bist ja schon gestorben, aber das Getreide ist ja gewachsen, weil du ja gestorben bist. Und dann ist das Getreide wieder verwelkt. Und dann geht das ganze Spiel nochmal von vorne los. Ich laber gerade absoluten Unsinn, den man absolut nicht hören muss. Komm, das reicht auch noch. Nee, für das zweite Feld reicht das nie im Leben. Ich würde aber auch mal wieder sagen, da wir schon wieder auf 17 Minuten sind, meine lieben Freunde. Ich hoffe, diese Minecraft-Folge von irgendwelchen Random-Gelaber hat euch gefallen. Mal so ein bisschen abseits von allem. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Das muss man mir doch nachtragen. Ich werde hier schon weggespült. Eigentlich benutzen andere das, um das Getreide da rauszuspülen. Ich benutze das, um mich rauszuspülen. Das ist eine tolle Technik. Auf jeden Fall. Muss jeder mal ausprobieren. Hat auch gar nicht lange gedauert, das Teil hier zu bauen. Wenn mir jemand eine Bauanleitung haben will, guckt einfach die Folgen, an denen wir angefangen haben, das zu bauen. Ich weiß nicht, welche es ist. Irgendwas zwischen 1 und 30. Denn da sind wir gerade. Ich glaube, das ist Nummer 35. Ich bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Oder Nummer 37. Eins von beiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, wenn wir zurückgehen, die Baumschafe ein wenig in ein anderes Gehege verlegen und den Weg weiterbauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und wässert euch schön, so wie diese Quelle hier und diese Quelle und diese Quelle. Und ich höre jetzt auf. Bis später. Ciao.